Hallo liebe Tischtennisfreunde, heute habe ich einen besonderen Gast, ja, den Pascal Neff, der spielt in der Oberliga vorne bei den Brauereien. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ja, bei den Spielen. Und außerdem verstehen wir uns gut und ich finde Pascal wirklich sehr sympathisch und deswegen ist er heute beim Training und hat auch zugesagt. Genau, wir zeigen euch so ein paar Einblicke und auch mal interessant von einem Oberliga-Vorne-Spieler zu sehen, was der eigentlich für Übungen spielt. Ja? Also, seid gespannt, viel Spaß. Pascal wird jetzt starten. Pascal, was spielst du denn für eine Übung? Ich würde starten einfach ganz kurz regelmäßig mit Rückhand, Mitte, Rückhand, Vorhand. Einfach Warum? Aus dem Grund, dass man erstmal kurz reinkommt. Man spielt zwei Rückhandbälle, zwei Vorhandbälle. Grundfeeling wird aufgebaut und dann kann man weitermachen. Okay, cool. Let's go. Ich werde heute Rückhand, Rückhand, Mitte, Vorhand, Vorhand spielen. Pascal, was spielst du denn jetzt? Ich gehe jetzt klassischer. Deine Lieblingsübung bitte außen, habe ich schon gehört. Genau, mal kurz ein bisschen nochmal powern, was geht, bevor man in Aufschlagtraining geht. Genau, okay. Mal sehen, wie es läuft. Cool. Letzte Übung für heute, beziehungsweise meine letzte Übung. Ich spiele jetzt Aufschlag kurz. Danach schupft mich der Pascal lang überall hin an und dann versuche ich den zu öffnen und dann blockt er mir den ganzen Tisch frei, so wie im Spiel halt, dass es wirklich sehr unregelmäßig ist und ich wirklich laufen muss und mich hinstellen muss. Genau, sehr, sehr effektive Übung. Spiele ich sehr ungern, aber die bringt es wirklich. Was spielst du denn? Ich mache kurz einen Aufschlag. Der Ali darf mir kurz in vorn legen oder lang in die vorn schupfen. Okay, warum? Ja, der visuelle Vornflip ist einer meiner schönen Schwächen. Da muss ich echt üben. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Viewer. Ansonsten muss ich flexibel bleiben, dass ich nicht zu nah am Tisch rangehe, damit ich den Vorn trotzdem auch lang hinkriege. Deswegen ein bisschen Variation da rein. Top. Thank you.
So Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Training. Es hat wieder mal mega Spaß gemacht mit Pascal. Ja. Danke, danke. War sehr, sehr witzig. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und jetzt würde ich noch gerne Pascal nach seinen ultimativen drei Tipps fragen als guter Oberligaspieler. Was sind so deine drei Tipps an die Leute so da draußen? Was kannst du denen empfehlen? Also das Wichtigste auf jeden Fall, immer Spaß haben. Hat mich immer begleitet. Bleibt man immer automatisch auch dran. Das ist auch vielleicht Tipp 2. Bleibt immer dran, immer motiviert, immer ehrgeizig. Und Tipp 3, coole Trainingspartner wie Ali, immer empfehlenswert. Mit besseren Leuten nimmt man viel mehr mit, sucht euch, wenn es geht, seid dreist, fragt Leute, wir sind alle nett. Genau, finde ich auch. Also in dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.